Hallo und herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns dein heutiges Horoskop an. Wir gehen auf den Verlauf ein und betrachten die Planetenkonstellation. Im Anschluss ziehen wir noch drei Tarotkarten und interpretieren diese für den heutigen Tag. Auf diesem Kanal werden täglich Horoskope und Inhalte zur Astrologie hochgeladen. Um nichts davon zu verpassen, abonniere diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Wassermann, der Kosmos hat heute ein besonderes Geschenk für dich auf Lager. Hast du fleißig darauf hingearbeitet, öffentliche Anerkennung oder Bestätigung für deine Bemühungen zu bekommen? Wenn ja, wird sich deine harte Arbeit wahrscheinlich auszahlen und du wirst die Anerkennung erhalten, die du verdienst. Die Ergebnisse deiner Arbeit werden wahrscheinlich nicht länger unbemerkt bleiben, und du kannst mit Komplimenten, Lob und vielleicht sogar einem Moment des Ruhms rechnen. Dieser Anerkennungsschub wird sich zweifellos positiv auf dein Selbstbewusstsein auswirken und den Wert deines Beitrags noch mehr unterstreichen. Inmitten der Aufregung und Anerkennung können die heutigen Planetenaspekte jedoch auch Gefühle der Unruhe und Überreizung hervorrufen. Du könntest dich von äußeren Reizen und dem schnellen Tempo des Lebens überwältigt fühlen. In solchen Momenten ist es wichtig, dich zu erden und zu einem stabileren und angenehmeren Ort in deinem Inneren zurückzukehren. Erwäge, kurze, aber effektive Selbstfürsorgeroutinen in dein tägliches Leben einzubauen. Nimm dir morgens und abends jeweils 10 Minuten Zeit für tiefe Atemübungen und sanftes Dehnen auf dem Boden. Auch wenn die Ergebnisse nicht sofort sichtbar sind, können diese Übungen dir helfen, allmählich ein Gefühl der Ausgeglichenheit und Ruhe zu erlangen. Sei dir darüber im Klaren, dass es einige Zeit dauern kann, bis du dich entspannst und abreagierst, denn diese Gefühle haben sich im Laufe der Zeit aufgebaut. Denke daran, dass dein Wohlbefinden die Mühe wert ist und dass diese Schritte nicht nur dir selbst, sondern auch den Menschen in deinem Umfeld zugutekommen, die von deinem emotionalen und mentalen Zustand beeinflusst werden. Eine wichtige Lektion für dich heute ist, dass du deinen eigenen Plan in die Hand nimmst, anstatt darauf zu warten, dass andere dir den Kurs vorgeben. Deine angeborene Fähigkeit, dich zu konzentrieren und zu fokussieren, wird dir gut tun, vor allem angesichts möglicher Kritik oder Ablenkungen durch andere. Habe Vertrauen in deine eigenen Entscheidungen und vertraue auf dein Urteilsvermögen. Als Wassermann bist du dafür bekannt, dass du lebhafte Fantasien hast, die oft zu extravaganten und fantasievollen Extremen führen. Heute könnten die Planetenausrichtungen diese Tendenz noch verstärken, sodass du aufgrund deines Optimismus noch mehr dazu neigst, Geschichten auszuschmücken und die Dinge überzubewerten. Optimismus ist zwar eine wertvolle Eigenschaft, aber es ist wichtig, dass du auf dem Boden der Tatsachen bleibst und die Fakten überprüfst, bevor du wichtige Entscheidungen triffst. Achte darauf, dich nicht zu Erzählungen hinreißen zu lassen, die nicht mit der Realität übereinstimmen, um mögliche Fehler und Missverständnisse zu vermeiden. Abschließend sei gesagt, Wassermann, dass dieser Tag dir wohlverdiente Anerkennung und Lob für deine harte Arbeit und deine Leistungen verspricht. Freue dich über das Lob und lass es dein Selbstvertrauen stärken. Achte jedoch auf die Unruhe und die Überreizung, die sich einstellen können, und setze auf Selbstfürsorge, um das Gleichgewicht und die Ruhe wiederherzustellen. Nimm dein Leben selbst in die Hand, indem du deine eigenen Pläne schmiedest und dich trotz möglicher Ablenkungen nicht ablenken lässt. Auch wenn deine Fantasien eine Quelle der Kreativität und Inspiration sind, solltest du darauf achten, dass sie mit der Realität übereinstimmen, um unnötige Komplikationen zu vermeiden. Lass dich von der Hoffnung und der positiven Einstellung des Universums leiten und halte dein Herz offen für die wunderbaren Überraschungen und Segnungen, die dich am Horizont erwarten. Wenn dich die ermutigenden Botschaften in unseren täglichen Horoskopen ansprechen, laden wir dich herzlich ein, unseren Kanal zu abonnieren und Teil unserer Gemeinschaft zu werden. Durch das Abonnieren unseres Kanals verpasst du nie wieder die kosmischen Ratschläge,
die deinen Tag erhellen und dich auf dem Weg zur Größe inspirieren können. Zeige deine Wertschätzung für die positive Energie, die wir in dein Leben bringen möchten, indem du einen Daumen hoch drückst. Dein Interesse beflügelt nicht nur unsere Leidenschaft, sondern ermöglicht es uns auch, die kosmische Weisheit an andere weiterzugeben, die sie brauchen. Wir freuen uns außerdem sehr, von dir zu hören. Hinterlasse uns einen Kommentar und lass uns wissen, wie die Sterne dich heute leiten. Gemeinsam können wir diese kraftvolle kosmische Verbindung nutzen, um die Welt mit Positivität und Liebe zu erhellen. Danke, dass du ein Teil unserer himmlischen Reise bist. Nun ziehen wir 3 Tarotkarten und gehen auf die Bedeutung für den heutigen Tag ein. Die Karte Eremit steht für Selbstbeobachtung, Einsamkeit und die Suche nach innerer Weisheit. Diese Karte deutet darauf hin, dass du dich heute vielleicht zu introspektiven und einsamen Aktivitäten hingezogen fühlst. Sie steht für eine Zeit der Selbstreflexion und den Wunsch, Antworten von innen zu suchen. Der Eremit ermutigt dich, dir Zeit für Einsamkeit und innere Einkehr zu nehmen. Er erinnert dich daran, dass du Klarheit und innere Führung finden kannst, wenn du tief in deine eigenen Gedanken und Gefühle eindringst. Neben dem Eremiten haben wir die 7 der Kelche. Diese Karte steht für Entscheidungen, Fantasien und Illusionen. Sie steht für eine Zeit, in der du viele Möglichkeiten hast und dir verschiedene Entscheidungen und Träume präsentiert werden. Die 7 der Kelche fordert dich auf, die vor dir liegenden Möglichkeiten aufmerksam wahrzunehmen und zwischen dem, was realistisch ist, und dem, was illusorisch sein könnte, zu unterscheiden. Sie erinnert dich daran, dass nicht alle Möglichkeiten so sind, wie sie erscheinen, und dass du Klarheit brauchst, um gute Entscheidungen zu treffen. Als letztes haben wir die 2 der Schwerter. Diese Karte steht für eine Entscheidung, die Ausgewogenheit und sorgfältige Überlegung erfordert. Sie steht für eine Zeit, in der du an einem Scheideweg stehst und eine Entscheidung treffen musst. Die 2 der Schwerter ermutigt dich, deine Optionen sorgfältig abzuwägen und ein Gleichgewicht zwischen gegensätzlichen Wünschen oder Standpunkten zu finden. Sie erinnert dich daran, dass du Entscheidungen manchmal am besten triffst, wenn du nach innerer Harmonie suchst. Der Eremit, die 7 der Kelche und die 2 der Schwerter ergeben zusammen eine Kombination aus Selbstbeobachtung, Wahlmöglichkeiten und dem Bedürfnis nach Klarheit bei der Entscheidungsfindung. Nimm dir heute die Energie des Eremiten zu Herzen, indem du dir Zeit für Selbstbeobachtung nimmst und nach Antworten aus deinem Inneren suchst. Nutze die Einsamkeit als Mittel, um Klarheit über deine Gedanken und Gefühle zu gewinnen. Gleichzeitig verkörpere die Energie der 7 der Kelche, indem du dir die Entscheidungen, die vor dir liegen, genau überlegst. Wähle deine Optionen mit Bedacht aus und vermeide es, dich in unrealistischen Fantasien oder Illusionen zu verlieren. Kanaliere die Energie der 2 der Schwerter, indem du deine Entscheidungen sorgfältig abwägst und ein Gleichgewicht zwischen widersprüchlichen Wünschen findest. Strebe nach innerer Harmonie, während du die anstehenden Entscheidungen triffst. Diese Deutung steht für einen Tag der Selbstbeobachtung, der Unterscheidung und des Bedürfnisses nach Klarheit bei Entscheidungen. Nimm die Energie des Eremiten an, indem du nach innerer Weisheit suchst. Lass dich von der 7 der Kelche leiten, wenn du Entscheidungen triffst, die mit der Realität übereinstimmen. Nutze schließlich die Weisheit der 2 der Schwerter, um deine Entscheidungen sorgfältig abzuwägen und einen ausgewogenen Ansatz zu finden. Denke daran, dass Klarheit und innere Harmonie wichtig sind, wenn du die vor dir liegenden Entscheidungen triffst. Wenn du die Qualitäten dieser 3 Karten kombinierst, kannst du den Tag mit Selbstbewusstsein, Unterscheidungsvermögen und einer ausgewogenen Perspektive in deinem Entscheidungsprozess bewältigen.